Gary Weber Open, Achtelfinale. Und der eine kam mit der Wildcard, der andere über die Qualifikation. Guy Mofi, der Franzose, gegen den Tschechen Jan Herrnich. Erstes Aufschlagspiel für den Franzosen. Das war doch etwas enger als erwartet. Er musste über Vorteil gehen und holt sich mit diesem Ball sein erstes Spiel im Match. Mr. Showmaker. Sein Spiel ist ja immer sehr variabel, von genial bis auch manchmal albern. Und trotzdem spielt er, wenn es drauf ankommt, das beste Tennis. Das hat er schon gegen Milos Raonic in der ersten Runde gezeigt. 6:4 und 6:2. Den Kanadier, der ja eigentlich für Rasen geboren worden ist, den hat er vom Platz gefegt. Schauen wir mal, was heute passiert. Erstes Aufschlagspiel für Herrnich. Und er liegt gleich 15:40 zurück. Zwei Breakbälle für den hochaufgeschossenen Franzosen. 1,93 Meter ist er ja groß. Und mit diesem Vorhandfehler gibt Jan Herrnich, der eine tolle Qualifikation gespielt hat, dieses Spiel ab. Hatte ja dann in der ersten Runde der Gary Weber Open Daniel Brandt als Gegner. Den konnte er in zwei Sätzen glatt bezwingen und hatte bis jetzt noch keinen einzigen Satz abgegeben. Hier aber schon das erste Spiel und sein zweites Aufschlagspiel droht schon wieder. Ja, und da ist es schon passiert. Vorhandfehler. Zweites Aufschlagspiel verloren. 4:0, deutlich und klar für den Franzosen. So deutlich war das Spiel nicht, wenn man es komplett beobachtet hat, aber natürlich, so ein Vorhandvolley, der muss ins Feld. Da wird der Qualifikant doch ein bisschen nervös in dieses Spiel gegangen sein und vor dem großen Guy Mofi doch das ein oder andere an Gedanken gehabt haben. Nichtsdestotrotz kam er hier zu einem Break. Das zeigt, wie dicht das Spiel doch in vielen Phasen war. Auch der Franzose, wenn er es einmal zu locker ließ, war bezwingbar. 5:2 im ersten Satz. Den Satzball lässt sich der Franzose natürlich nicht nehmen. Peitscht hier seine Vorhand ins offene Vorhandfeld des Tschechen und holt sich den ersten Satz mit 6:2. Da sehen wir es nochmal in der Zeitlupe. Keine Chance, da noch hinterherzukommen, auch wenn er ja sehr schnell ist. Die 254. der Weltrangliste gegen die 67. So drückt sich das jetzt auch im ersten Satz aus, 6:2. Und Fehler macht er trotzdem. Viele unnötige Fehler. Der Showmaker aus Frankreich macht immer kleine Einlagen auch fürs Publikum. Wenn seine Asse ihn nicht retten würden und sein harter Aufschlag, dann hätte es hier auch gut und gerne andersrum stehen können. Wir steigen ein in den zweiten Satz. 0 beide, Aufschlag Morphy. Und er kann ja eine ganze Menge und holt sich dadurch sein Spiel. Herrnich auch. Dann steht es 3:2 und wieder einmal 15:40 aus Sicht von Herrnich. Wieder zwei Breakbälle für den Franzosen. Dann dieser Ballwechsel. Der Angriff von Herrnich ans Netz legt den Ball schön weit nach hinten und dann der Stopp und dann der Hüpfer. Ja, das ist Guy Mofi, immer für einen Spaß gut. Und jetzt gucken wir uns nochmal an. Da kommt der Ball jetzt gleich nicht wirklich als Stopp gespielt. Aber Jan Herrnich nutzt diese Möglichkeit, gleich in den Angriff zu gehen. 30:40, also ein Breakball war noch über für den Franzosen. Wieder schön weit eigentlich vorbereitet, um hier einen Angriff zu starten. Den setzt er etwas zu spät. Ein Ball früher. Und in diesem Fall hat er das Nachsehen und setzt die Vorhand den Volley knapp ins Aus. Schauen wir uns nochmal an. Eigentlich gut vorbereitet. Der Ball kommt genau auf die Grundlinie, wie wir hier sehen können. Und dann wartet er etwas zu lange. Und da fehlt ihm der eine Meter am Netz. Hier nochmal der Sprung vorher. Da müssen beide lachen. Ja, ja, der Franzose macht immer gerne Show.
Beim Spielstand von 5:3 schlägt er dann auf zum Matchgewinn, holt jeden Punkt. Auch den Matchpoint hier nochmal in der Studie zu sehen. Da geht er ans Netz und passiert noch einmal Jan Hernig und gewinnt schließlich 6:2 und 6:3 verdient. Weiterhin viel Glück im Viertelfinale, Gallier.